Hallo, hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich einmal antworten auf die wohl meistgestellteste Frage, wenn ich erzähle, dass ich zwei Kangals habe. Und es ist auch die größte Sorge und eben auch eine der meistgestelltesten Fragen innerhalb meiner Familie. Und darauf möchte ich heute einmal antworten, Vogelzwitscher draußen. Und zwar, hast du denn keine Angst vor deinen Hunden? Und hast du denn nicht die Befürchtung, dass die dich mal beißen? Und hast du denn nicht Angst, dass du dich mal ganz schwer verletzen könntest mit diesen Hunden? Oder dass die Hunde jemand anders verletzen könnten? Und darauf würde ich gerne antworten. Und versuche, so objektiv wie möglich dabei zu bleiben. Natürlich hast du, wenn du Hunde von Welpenalter an betreust, und ich habe sie, glaube ich, bekommen, da waren sie 6 Wochen alt, das ist jetzt ein gutes Jahr her, baust du eine Beziehung zu den Hunden auf. Am Anfang habe ich tatsächlich die gleichen Sorgen gehabt und habe auch mich langsam im Laufe der Monate an das immense Wachstum und an die große Kraft, die diese Hunde, je größer sie wurden, erhalten haben, gewöhnt. Ja, es hat lange gedauert und ich habe am Anfang wirklich auch vor den Welpen schon Angst gehabt, weil auch die hatten auch schon ganz schöne Zähnchen, die durchaus wehtaten, wenn sie mal beißen. Und ihr wisst, Welpen beißen gerne. Das ist kein Beißen, das ist ein Spielen. Aber sie spielen eben mit ihren Zähnen und versuchen alles festzuhalten, versuchen schon richtig diese Attacken zu üben, die sie dann später auch bei der Wolfsjagd anwenden. Also dieses Totschütteln und Festhalten im Nacken und ähnliches. Und das hat das ein oder andere Mal schon auch ein bisschen wehgetan, wenn sie dann meinen Arm hatten oder meinen Fuß oder egal, was sie dann eben zwischen den Zähnchen hatten. Und die großen Pfoten, die die kleinen Welpen schon hatten, deuteten tatsächlich darauf hin, dass die wirklich sehr groß werden. Wir kannten ja auch die Eltern, ich nicht, aber mein Mann hat die Eltern von den beiden Hunden natürlich ja auch gesehen und das sollen schon ganz schöne große Hunde gewesen sein. Wenn man sich mit dem Rasseporträt eines Kangals beschäftigt, weiß man auch, dass diese Hunde sehr gefährlich sind und sie auf keinen Fall unterschätzt werden dürfen. Alle meine Kinder kennen natürlich Kangals. Kangal ist der Nationalhund der Türkei. Jeder Türke weiß um die Gefahren und um die Pracht dieser Tiere, aber trotzdem auch. Ja. Es gibt viele, die mögen diese Tiere gar nicht, weil auch natürlich auf den Straßen viele Mischlinge von Kangals unterwegs sind und auch viele reinrassige Kangals, möchte ich mal behaupten. Die sehen schon sehr nach Kangal aus, wenn die auf den Straßen gerade in Anatolien rumlaufen, möchte ich mal behaupten, dass das auch wirklich richtige Kangals sind. Und die sind, wenn man so auf den Dörfern unterwegs ist und die hinter dem Auto hinterherlaufen und einen jagen und man unter lautem Gebell sich kaum traut, irgendwie mal eine Pipi-Pause zu machen an irgendeiner Raststätte, weil die in Horden auftreten und wirklich nicht freundlich aussehen, dann weiß man schon, warum diese Tiere auch oft von den Türken nicht so gern gesehen sind und sie auch nicht in irgendeiner Nähe von Kindern oder der Familie oder dem Haus geduldet werden. Sie werden verjagt, ja. Oft auch nicht sehr freundlich, aber wenn man bedenkt, wie gefährlich diese Tiere sind, dann muss man vielleicht auch eventuelle Schutzmaßnahmen ergreifen. Ich weiß es nicht. Und aufgrund dieser Tatsache sind mein Mann und ich dann so verrückt gewesen und haben uns tatsächlich freiwillig 2 Kangals ins Haus geholt. Natürlich hat das Ganze einen Grund. Wie ihr wisst, sollen diese Tiere das Haus und ganz besonders auch mich beschützen, weil ich hier ja oft auch alleine bin. Nun bin ich in einer Gegend, die hier total überall von Kameras überwacht wird, sowohl mein Haus als auch die Umgebung hier. Es ist wirklich, an jeder Winkel ist mit Kameras besetzt sozusagen.
Und Alanya ist jetzt auch nicht so eine Gegend, wo man nicht alleine leben könnte. Ja, ich würde das nicht machen in Anatolien oder sonst irgendwo. Aber hier leben viele Menschen alleine und ich glaube und hoffe, inshallah, wäre das wahrscheinlich auch ohne Hunde akzeptabel. Habe ich ja auch mehrere Jahre dann auch immer mal wieder gemacht. Aber mein Entschluss letztes Jahr tatsächlich hier für immer bleiben zu wollen und eben nur noch selten oder gar nicht mehr nach Deutschland zu gehen, das war ja auch letztes Jahr durchaus der Fall, hat mein Mann aber dazu veranlasst, das nicht so ohne weiteres und ohne Schutz zu akzeptieren. Also entweder komme ich wieder mit nach Deutschland oder es müssen eben Wachhunde her. Zuerst war nur ein Kangal angedacht. Uns wurde aber geraten von Menschen, die in Çorum sehr viel Ahnung von dieser Rasse haben und sie seit vielen Jahren als Hirtenhunde und Schutzhunde benutzen, ist das falsche Wort. Sie halten, ja, dass wir doch ein Männchen und ein Weibchen nehmen sollten, weil das Männchen immer darauf bedacht ist, sein Weibchen zu beschützen und daher auch das Grundstück noch schärfer bewacht. Und das schien uns einleuchtend. Und außerdem haben wir ja auch gedacht, dass wenn ich tatsächlich dann mal weg muss und die Hunde dann auch für ein paar Wochen mit unserem Gärtner oder mit wem auch immer dann hier alleine sind und unter Umständen auch mal mehrere Stunden alleine sind, dass sie sich dann miteinander beschäftigen können. Wenngleich auch das ein Risiko ist, weil der Kangal eigentlich nicht so gerne Partner akzeptiert an seiner Seite, wenn er nicht eine weite Fläche hat, die zu bewachen gilt, oder er eben eine große Aufgabe hat mit der Schafshaltung und der Hütung der Schafe. Je länger du zurückkehrend auf die eigentliche Frage, aber mit diesen Hunden zusammen bist, desto mehr scheint es dir so, dass du diese Hunde kennen würdest und dass du sie einschätzen kannst, wann es gefährlich wird und ob es überhaupt gefährlich wird. Und der trügerische Schein, dass sie dir niemals etwas antun würden, wächst natürlich, denn sie waren klein, wurden immer größer und es sind ja immer noch Junghunde, sind immer noch nicht mal ein Jahr alt. Und du kannst in die Versuchung geraten, sie zu unterschätzen. Nun bin ich aber nicht unerfahren mit Hunden. Ich habe über 10 Jahre einen sehr großen, sehr starken Schäferhund gehabt, einen reinrassigen deutschen Schäferhund. Ich bin mit Hunden aufgewachsen und ich glaube, gerade auch durch die Erfahrung mit diesem deutschen Schäferhund, der auch alles andere als zu unterschätzen war, so ein bisschen mir einbilden zu können, dass ich weiß, dass man diese Hunde nicht falsch einschätzen darf. Das ist einfach so. Und die beiden Kangal zeigen dir auch jeden Tag, dass sie ihren eigenen Willen haben. Du siehst es auch in ihren Augen. Es sind andere Augen als die von einem Schäferhund zum Beispiel oder eines anderen Hundes, die ich kenne. Du siehst es vielleicht nicht in der Kamera, aber kommt vielleicht nicht so rüber. Aber wenn du ihnen direkt in die Augen guckst, dann bilde ich mir ein zu sehen, dass sie sich nichts sagen lassen werden. Ja? Sie sind dir gegenüber neutral, nicht loyal, das war das Wort, was ich gesucht habe. Sie würden wahrscheinlich auch ihr Leben für dich geben, wie alle Hunde, glaube ich, die ihre Besitzer beschützen wollen. Aber sie sind sich genug und sie sind sehr stolz und sie sind vor allen Dingen auch auf Abstand. Das kannst du in deren Augen sehen. Sie mögen dich, sie lieben dich, aber es muss nicht sein, dass du da bist. Wir mögen dich und wir brauchen dich auch zum Futter geben und ja, ab und zu zum Streicheln, aber mehr auch nicht. Mehr wollen wir auch gar nicht. Und das ist eben auch typisch für diese Rasse. Ja. Sie brauchen den Menschen nicht. Sie brauchen eine Aufgabe, die sie erfüllt und mit der sie was zu tun haben, mit der sie beschäftigt sind. Und alles andere ist ihnen vollkommen unwichtig. Ja. Natürlich sind es letztendlich Hunde, die gestreichelt werden wollen, die, mit denen du gerne auch spielen kannst. Ja. Es sind auch Familienhunde. Kangals können sehr treue und sehr liebevolle Familienhunde sein, aber sie haben immer
ihren eigenen Kopf und sind eben nicht wie normale Hunde. Und wenn du das nicht unterschätzt und dieser Gefahr, die diese beiden Hunde oder die Kangals im Allgemeinen darstellen, wenn du dir dessen bewusst bist, ja, und nicht eben dem trügerischen Schein erlegen bist, dass diese Hunde dich lieben, wie es normalerweise bei Hunden der Fall ist, die ihre Besitzer ja wirklich sehr, sehr treu ergeben sind, dann bist du auch vorsichtig. Und ich bin immer vorsichtig bei den Hunden, immer. Natürlich gehe ich ihnen auch manchmal zu nah, ne, gebe ich zu. Also wenn es nach meinen Kindern geht, die würden schimpfen immer, wenn ich daneben sitze und die zum Beispiel diese Kämpfe machen untereinander. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das im Griff habe. Ja, ich bin auf Abstand, wenn diese Kämpfe kommen, versuche ich so weit wie möglich abzuschätzen, dass ich da nicht mit reinkomme. Das eine oder andere Mal wird es schon auch mal gefährlich, sodass eine unbedachte Bewegung eventuell auch mal haarscharf an mir vorbeigeht. Dessen bin ich mir bewusst. Aber wenn sich die beiden Hunde zoffen, ja, wenn sie aufeinander losgehen, nie im Leben würde ich da selber zwischengehen. Niemals. Auch nicht, wenn sie sich schwer verletzen würden. Sondern dann würde ich, weiß ich nicht, irgendwas auf sie schmeißen. Das musste ich schon ein paar Mal. Da habe ich diese Kieselsteine auf sie geschmissen. Das hat sie auch am Anfang auseinandergebracht. Aber daran haben sie sich gewöhnt jetzt. Das stört die überhaupt nicht mehr. Also ich müsste sie wahrscheinlich nass spritzen. Ich glaube, das würde nochmal so ein Schreck sein. Und das dauert ja aber dann. Ich muss erst mal Wasser holen. Ich glaube, anders würde ich sie nicht auseinanderkriegen. Und ich hoffe und bete, dass sie sich nicht so stark zoffen, dass sie sich mir wirklich mal verletzen würden. Was aber auch immer wieder vorkommt, ne, bei Kangals, weil die eben eigentlich doch lieber alleine leben und eben keinen Gefährten an ihrer Seite haben. Auch nicht, wenn es das Weibchen ist. Und der Gefahr dieser Hunde bin ich mir ständig bewusst. Manchmal, muss ich gestehen, habe ich ein bisschen Angst, wenn sie böse werden, weil einen bösen Kangal willst du auf gar keinen Fall neben dir haben. Das ist, würde ich sagen, lebensgefährlich. Und es ist das ein oder andere Mal schon aufgetreten, dass ich Angst bekommen habe. Wann war das der Fall? Zum Beispiel waren sie erst letztens, vor 2 Wochen, glaube ich. Sie haben am Zaun richtig doll gebellt und beide, weil dort der Schäferhund und der Kampfhund und der Nachbarshund hier an unserem Grundstück vorbeigehen wollten. Also sie haben da Ambitionen gehabt, hier vorbeizugehen. Da gab es nämlich eine Beißerei hinten mit einem anderen Hund. Und meine Hunde standen beide wie verrückt am Zaun. Ich glaube, ich habe das auch aufgenommen in den Kangal-Videos. Und ich habe den Fehler begangen, mich neben die Hunde zu stellen, was nicht schlimm ist, ja, weil die waren ja voll auf diese am Zaun hoch, auf 2 Beinen, auf die beiden fixiert. Sie wollten unbedingt über diesen Zaun rüber, haben Pascha hat überall nach einer Möglichkeit gesucht, darüber zu hopsen. Und nun stand er in der Ecke an dem Zaun. Und hat ganz doll die beiden angebellt. Und ich habe den Fehler gemacht und habe meine Hand auf seinen Kopf gemacht und habe gesagt, pscht. Und damit hat der Hund nicht gerechnet. Ja, er hat sich rumgedreht. Ja, aber in einem, oh mein Gott, der war so sauer. Und dann hat er aber gesehen, dass ich das war und hat nicht gebissen. Ja, aber das hätte auch ganz anders enden können. Also die Gefahr, dass ich verletzt werde mit diesen Hunden, ist immens. Ja, die ist sehr groß. Aber das wusste ich. Also das wussten wir beide. Oder ich wusste das jedenfalls. Ich glaube, mein Mann ist sich darüber noch gar nicht so im Klaren. Der schwört nämlich drauf, dass die Hunde mich nicht verletzen würden. Aber ich weiß, dass sie das machen würden. Ja, wenn die Situation passt und wenn es, wenn ich irgendeinen Fehler mache, mit dem ich nicht, über den ich nicht nachgedacht habe, dann werden die mich beißen. Ja, das ist Fakt. Das macht aber nicht nur mein Hund, das machen Hunde generell. Dass wenn man auf ihre Ader tritt und wenn der Punkt, wenn alles zusammenkommt, beißt jeder Hund. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist aber bei diesen Hunden natürlich nochmal ähnlich wie bei Kampfhunden.
lebensgefährlich in diesem Fall, ja, weil die eben sehr stark sind und die Beißkraft enorm ist. Aber ehrlich gesagt, du liebst die Hunde ja auch, ja. Am Anfang, als die Welpen waren, habe ich schon so oft gesagt, Mensch, nimm die Welpen wieder weg. Und auch jetzt, ich hätte kein Problem mit die Hunde abzugeben. Ja, es ist eben nicht so eine enge Beziehung möglich mit diesen Hunden, wie das zum Beispiel mit einem anderen Hund der Fall wäre, weil sie gar nicht so auf dich fixiert sind. Und das merkst du ja, ja. Sie brauchen dich nicht und das zeigen sie dir tagtäglich und immer wieder. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass sie draußen leben. Sie haben ja zu mir immer einen Abstand und ich bin ja nicht immer draußen und immer Tag 24 Stunden mit ihnen zusammen. Ich liebe diese Hunde wirklich sehr, aber ich weiß, dass sie auch ohne mich sehr glücklich wären und das ist gar nicht so schlimm für sie wäre, wenn ich jetzt weg wäre. Und dieses Wissen allein lässt dich auch so ein bisschen im Abstand mit den Hunden leben. Ich glaube, und wenn man mich mal so fragt, ich wusste um die Gefahr dieser beiden Kangal-Hunde, wenn wir uns die anschaffen, aber letztendlich, wie viel Kraft und wie viel Eigenwille tatsächlich in diesen Hunden steckt, das kann man natürlich nur erahnen, aber im täglichen Leben siehst du das immer wieder. Das sind solche Kräfte, die diese Hunde haben. Sie sind wirklich unkontrollierbar und so einen Hund kannst du auch nicht an der Leine spazieren führen. Ich werde immer wieder kritisiert, auch von und in den Kommentaren, ja. Warum bringst du die Hunde nicht raus? Warum sozialisierst du sie nicht mit anderen Tieren? Warum sie müssen mal spazieren gehen? Nein, müssen sie nicht. Also diese Hunde kann ich nicht spazieren führen. Das ist unmöglich. Die haben viel zu viel Kraft. Die würden mich wie ein Spielhund hinter sich herziehen, wenn die irgendwas sehen, wo sie hinwollen. Und sie sind eben keine normalen Hunde. Wenn sie einen Wildhund sehen oder einen Straßenhund, die rennen da hinterher und die ziehen mich mit wie ein Spieltier. Ja? Das ist überhaupt völlig unmöglich. Ich habe das auch noch mal ganz stark bemerkt, als nämlich die beiden einmal abgehauen sind auf Nachbars Grundstück und mein Mann habe ich rübergeschickt, er soll die Hunde holen. Er hat Pascha erstmal gar nicht mitziehen können, also hat er ihn gelassen. Er hat Bonjuk an die Leine genommen und hat ein wenig versucht, ihn hierher zu ziehen, sie hierher zu ziehen. Es war umgekehrt der Fall. Bonjuk hat meinen Mann mit hierher gezogen nach Hause. Er ist kräftig, es ist ein Mann. Unmöglich. Er konnte Bonjuk nicht halten und das ist nur das weibliche Tier. Wie so ein Kind hat er meinen Mann hier wieder zurückgezogen. Ja? Bonjuk, mein Mann. Du kannst so ein Tier nicht halten, deswegen, das wusste ich von Anfang an. Na, ich wäre nicht ganz doof. Ich wusste, dass man Kangals nicht an der Leine spazieren führen kann und soweit ich weiß, ist es auch nicht erlaubt. Also ich bin nicht ganz mit den Gesetzen hier diesbezüglich informiert, aber soweit ich weiß, darfst du die Kangals auch nicht draußen spazieren führen, weil die einfach viel zu kräftig und unberechenbar sind. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mir durchaus der Gefahr bewusst, und ich gehe das Risiko einfach ein, dass sie mich verletzen könnten. Ja, auch wenn meine Kinder das zum Ausflippen bringt und die immer wieder sagen, Mama, gib die weg. Aber nee, das möchte ich eben nicht, weil wenn ich hier alleine bin, ist es schon sehr beruhigend, wenn draußen Kangals rumlaufen, muss ich euch ehrlich gestehen, weil hier sind doch öfters mal Menschen, die haben ein bisschen über den Durst getrunken oder die kommen einfach hier an die Tür ran. Es gibt schon einige komische Menschen auf dieser Welt, auch wenn sie vielleicht nichts Böses wollen. Und ich glaube auch, dass die eine oder andere gefährliche Situation schon von den Hunden abgewehrt wurde, da bin ich ziemlich sicher. Und insofern, nein, also ich finde das. Es tut mir gut, dass sie hier sind und dass sie das Grundstück und vor allen Dingen mich bewachen. Und eine andere Aufgabe haben sie einfach auch nicht. Ja, das reicht ihnen auch, damit sind sie glücklich, das sehe ich. Das wird auch jeder sehen, der die Hunde einmal sich anschaut. Nur diejenigen, die eben Böses wollen, die sind da anderer Meinung. Auf jeden Fall sind diese Hunde gefährlich, dass sie auch andere Menschen verletzen könnten. Auch dessen bin ich mir bewusst. Da muss man halt als Besitzer sehr stark aufpassen. Du darfst eben diese Hunde nicht ohne Aufsicht mit Kindern lassen, auf gar keinen Fall. Du darfst diese Hunde eben nicht, ohne dass ich dabei bin,
rumlaufen lassen, wenn zum Beispiel auch nur meine Söhne oder auch nur mein Mann draußen sind. Ja, mein Mann kennen sie nun, aber sie sehen ihn auch nicht ständig. Also eigentlich müsste ich kontinuierlich, wenn die Hunde draußen rumlaufen, dabei sein, damit nichts passiert, weil ich eben die einzige Bezugsperson bin, auf die sie tatsächlich auch, vor denen sie, also ne, auch wenn das vielleicht blöd klingt von mir, sie wissen, dass ich diejenige bin, die auf die sie zu hören haben und die sozusagen ihre Besitzerin ist. Den Gärtner vielleicht, den würde ich noch mit einbeziehen. Auch der hat den Respekt der beiden und kann die schon im Zaum halten, wenn es sein muss. Aber ansonsten darf man diesen Hunden nicht 1 Meter weit vertrauen. Nicht 1 Meter. Und das ist schon ein mulmiges Gefühl, aber es ist so wie immer im Leben. Man gewöhnt sich auch an gefährliche Situationen, man gewöhnt sich auch daran und letztendlich sind es ja keine Monster, sondern es sind ja eigentlich ganz liebe Hunde. Ja, ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Aggressivität gewünscht, aber so habe ich sie nicht erzogen. Sie sind halt so geworden, wie ich sie gemacht habe, nämlich nicht aggressiv, sondern eher so kleine Kuscheltiere in Kangal-Form. Mehr darf man aber auf gar keinen Fall unterschätzen und davon würde ich auch abraten. Ich habe ja gerade ein Video gemacht, wie gestern eine Frau direkt an unseren Zaun kommt und die Hand hier durchsteckt, um die Kangal zu streichen. Das darf einfach nicht sein. Ja, sowas, das darfst du nicht machen. Das ist lebensmüde. Was anderes ist das nicht. Und das kannst du auch nicht abschätzen. Der Kangal ist auf einmal lieb, leckt die Hand und im nächsten Augenblick beißt er. Dafür gibt es genug Videos. Guckt euch das an im Internet. Diese Hunde sind nicht einzuschätzen, nicht für eine Sekunde. Und dieser Gefahr geht man doch nicht freiwillig ein, ja, als Fremder. Das darf man nicht machen. Naja, aber für mich ist es ein Glücksspiel, das würde ich schon so sagen. Ein so enges Zusammenleben mit den Hunden. Normalerweise werden die Kangals ja nicht von uns Frauen erzogen und gehalten, sondern das sind die Männer, die natürlich nochmal eine andere Machtposition haben. Ja? Männer haben ein anderes Auftreten, Männer haben eine andere Respektslevel. Das ist einfach so durch ihre Stimme, durch ihre Gestiken, die sie haben. Und wir Frauen sind schon eher so, dass wir behütet werden von den Hirtenhunden. Das sind sie ja letztendlich als umgekehrt. Aber ich glaube schon, dass sie mich ernst nehmen und dass sie auch wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Manchmal ist es ihnen egal, aber im Grunde genommen hören sie schon. Ja, wundert mich eigentlich ein bisschen, wie ich das hingekriegt habe. Aber ich glaube, mit ganz viel Liebe und mit auch dem nötigen, mit der nötigen Erziehung, auch wenn viele sagen, du hast sie gar nicht erzogen, glaube ich schon, dass sie doch einigermaßen wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und gefährlich sind sie immer, sowohl für mich als auch für meine Familie. Allah gustet messen. Ich hoffe, dass alles gut geht. Mehr kann man nicht machen. Wenn die Familie hier ist, müssen sie eben eine lange Zeit auch im Gatter in ihrem Gehege bleiben. Und wenn eben die Familie drin ist, nachts meinetwegen, dann lasse ich sie raus. Würden die Kinder jetzt nachts zum Beispiel draußen spazieren gehen, wie das meine Söhne ja oft machen, dann würde ich sie nachts auch drin lassen. Ja, es ist einfach zu gefährlich. Es sei denn, ich sehe, dass die Beziehung zu denen so gut ist, dass sie Respekt haben vor den Jungs. Und das möchte ich mal bezweifeln. Ich glaube eher, dass die meine Jungs hüten werden, statt umgekehrt. Und insofern ist es dann immer am sichersten, sie da drin zu lassen. Ja, mein Lieben, so viel dazu. Angst habe ich. Ja, ich habe Angst, ist glaube ich das falsche Wort. Wenn man Angst hat, kann man die Hunde nicht halten, aber es ist schon nah dran. Und ein großer Respekt, den ich vor ihnen habe und den ich auch niemals vergesse. Ja, man unterschätzt aber Situationen, über die man einfach nicht nachgedacht hat. Ich kann nicht ein wütenden, wilden Hund, der dahin will mit aller Macht, dann von hinten auf den Kopf fassen. Ja, wie blöd ist das denn? Dass er sich dann umdreht, um zu beißen, ist doch logisch. Und wenn man über solche Situationen vorher nicht nachdenkt und da unbedarft eben so etwas tut, muss man damit rechnen, dass man gebissen wird. Damit rechne ich. Inshallah wird es nie der Fall sein, aber ja. Das kann sein. Ich hoffe es nicht. Und insofern wollen wir mal nicht so viel drüber nachdenken, sondern immer vorsichtig sein.
nicht so viel mit ihnen schmusen. Ich glaube, das ist auch nicht immer gut, weil sie sind schon sehr ungestüm und sind auch eifersüchtig. Auch das darf man nicht unterschätzen. Die Hunde sind gerade Paschas sehr eifersüchtig und auch da muss man gucken, dass das nicht auch mal gefährlich wird. Ja, sowohl für mich als auch für Bonchuk. Es gibt eben Dinge, über die man so erstmal gar nicht so richtig nachdenkt, aber das sollte man tun, wenn man Kranke als Held und gerade als Frau. Mein Lieben, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.